Heute starte ich mit einem Blick in das Schlafzimmer unserer Ferienwohnung Villa Luise Apartment 9. Hier war der Stuhl alles noch in Ordnung. Ich wollte meine Strümpfe anziehen, setzen und so sah der Stuhl hinterher aus. Ich hatte Glück, dass ich nicht nach unten gefallen bin. Das hätten wir meine zwei künstlichen Hüften sicherlich nicht verziehen. Heute ist Dienstag. Wir schauen mal raus. Die haben heute ein bisschen besseres Wetter gesagt. Soll sogar die Sonne zu sehen sein. Müssen wir mal schauen, ob wir sie sehen. Ah, hier hast du sogar mal ein bisschen blauen Himmel. Und hier vorne sehen wir sie, die Sonne. Heute haben wir mal zwei schöne Omelettes in die Pfanne gehauen. Zum Hausessen ist es noch ein bisschen zu kalt. Die Sonne schien ja vorhin, wir essen jetzt drinnen. Aber so sehen sie aus vor der Kulisse. Und frischer Sanddornensaft, das gehört natürlich an die Ostsee. So, also. Guten Appetit! Der Höhepunkt des heutigen Tages soll der Baumwipfelweg in Heringsdorf sein. Wir starten bei uns gegenüber zum Strand und laufen Richtung Heringsdorf. Das ist unser Ziel heute, der Baumwipfelweg. Hier geht er los, der Baumwipfelpfad. So, jetzt sind wir oben. Seit dem 1.6.2021 gibt es den Baumwipfelpfad. Auf einer Gesamtlänge von 1.350 Metern, die sich aus dem 785 Meter langen Pfad und der 565 Meter langen Turmrampe zusammensetzen, erhebt sich der barrierearme Pfad zwischen den Bäumen. Dabei bietet der Turm als höchster Punkt der Insel Usedom mit einer Höhe von 33 Metern von seiner Aussichtsplattform aus einen herrlichen Ausblick auf die Ostsee und das Achterwasser. Wir haben sie im Innenraum da einen Baum angepflanzt. Da kann sich natürlich noch hochranken, bitte hin. Bis hoch. Wenn der hoch ist, erleben wir nicht mehr. Nee. Das besondere Highlight ist ein 50 Quadratmeter großes begehbares Netz. Das Netz, welches sich in der Mitte der obersten Aussichtsplattform befindet, ist auf jeden Fall eine super Idee. Von einem Skywalk mit Glasboden hat man schon ab und zu gehört, aber ein begehbares Netz, das sich 33 Meter über dem Waldboden befindet, von so etwas hatten wir bisher noch nicht gehört. Ich versuche zu beten. Unser nächstes Ziel ist hier Baumwipfelpfad. Laurentides. Lockere 5.964 Kilometer. In 10 Jahren. Das bedeutet Kanada. Da drüben. In diese Richtung. Auf dem Pfad gibt es zahlreiche Lern- und Erlebnisstationen. Guck mal, hier wartet eine Mutprobe auf dich. Ich film dich mal von hinten. Ich muss natürlich wieder ohne Anhalten drüber gehen, weil ich ja filme. Hier hast du natürlich erstmal eine schöne Aussicht. Das musst du erstmal genießen. Genau. Aber es ist gut, dass ihr die Stämme unten als Bäume gemacht habt. Guck mal an, die Stützen. Mutprobe bestanden. Sehr gut. Ich habe Bademoden im Lauf der Zeit entdeckt. Oh, das ist das Jahrzehnt, wo wir geboren sind. Machen wir das Jahr auf unsere Jugend. Oh, so sahen wir aus an der Ostsee. Genau. Und so sieht es heute aus. Gehen wir vergleich, warte mal, ich vergleich mal. Das war 2020. Das war die 70er Jahre. So viel Unterschied war gar nicht. Also, sag mal,
Das ist ein 20er Original. 1900, hier wird es immer. Ja, sag mal, 1875. Das waren scheinbar die Anfänge der Bademode. Auf dem Weg hier hatten wir auch schöne Informationstafeln. Jetzt habe ich hier eine gefunden. Hier steht zum Beispiel drauf, 13 Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in unseren Ozeanen. Und hier steht, über 2000 Zigarettenstummel liegen auf 100 Meter Strand verteilt und setzen verschiedene Umweltgifte frei. Und daneben ist die Plaste bis zu den Fischernetzen, die umweltschädlich sind. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn man auf diese Sachen, auf die Zigarettenkippe, Pfand erhebt? Kann man doch machen. Kriegst du eben 5 Cent, wenn du eine Zigarettenkippe abgibst. Guck mal, Pet, wenn die Sonne scheint, wie schön das aussieht. Die Farbutensilien liegen bereit. Und der Künstler hat Platz genommen. Also ich versuche jetzt mal, unseren Blick aus dem Fenster zu malen. Ich habe schon angefangen. Also ich bin ja kein Profimaler, aber so, das sieht schon erstmal so aus. Da kommen noch ein paar Bäume rein. Und wenn das Bild fertig ist, zeige ich euch das Bild. Nach knapp 3 Kilometer sind wir hier angekommen. Und zwar, hier drüben hat man einen Zaun. Das ist das Ende von Deutschland hier im Osten. Hier ist der Grenzstreifen. Und hier auf der linken Seite geht es nach Polen. Wir schauen uns jetzt mal die Grenze an. Ne? Gehen wir mal hoch. Wir sind jetzt im Grenzstreifen. Genau. Aber nicht mehr bewacht. Da war früher, zu Ostzeiten war das selbst bewacht. Durftest du nicht rüber. Das ist das Gute jetzt für ein geeinten Europa, dass man über die Grenze laufen kann. Grenze folgt 923. Joachim, Grenzfall, Wolska, 923. Deutschland, rechts, Wolska, links. Oder Turm, in der Mitte. Und schauen wir nach unten, Beth, hier unten war's. Hier, Grenzlinie. Pension Knatter. Wir gehen jetzt in das Restaurant hier rein. Wir haben einen Platz im Café Knatter gefunden. Und das kann man empfehlen, einen Sandwurmsaft mit Schuss, mit einem Rum drin. Schmeckt gut. Kaffee trinken beendet. Jetzt gehen wir baden. Was? Eisbaden. Hier am Achterwasser hausen vor dem Restaurant ist das Wasser noch gefroren. Der Fischladen hat auf. Seebrücke noch mal hinten. Und die Sonne kommt raus, fantastisch. Das ist das einzige Nachteil hier auf unserer Ferienwohnung, weil wir ganz unten sind und es gibt keinen Fahrstuhl hier, also müssen die Koffer hoch und runter schleppen. Das ist natürlich mit 2 künstlichen Hüften nicht ganz so prickelnd. Aber es geht noch. Früher wäre es nicht gegangen, weil es geht noch. Das ist schon gut. Nee, das ist das alles Bits, was man geschleppt hat. Oh, nee, guck mal, ich auch noch. Gut. Das ist schön beleuchtet.
Wir verlassen jetzt Deutschland, sprich Usedom, und fahren Richtung Osten nach Polen, nach Swinemünde. Und dort haben wir im Radisson Hotel noch ein Zimmer für 4 Nächte gebucht. Hier links ist die Grenze, hier sind also die Grenzsteine hier. Genau. Und hier rechts Polska. Republika Polska. EU. Wir sind jetzt angekommen hier im Radisson Hotel. Und was haben wir im Zimmer gekriegt, Beth? 900 in der 9. Etage auf der anderen Seite, wo wir wollten. Das ist die Ostseite und wir haben es auf der Westseite gekriegt. Herzlich willkommen im Radisson hier in Swinemünde. Das ist der erste Eindruck. Da müssen wir mal sehen. Also 9. Etage sind wir. Und wie gesagt, es ist schön, dass du mich mit reinlässt. Danke. Ja. Die Fahrstuhltür ging so schnell. Nehmen wir mit. Ja. So schön. Ja, 2 Betten. Ach, die haben sie wieder nicht. Wir sind hier um der Ecke rum. Ah, jetzt hab ich gedacht, hier geht's weiter. Das haben sie clever gemacht mit dem Spiegel. So, Balkon. Also sehr schön. Herrlich. Haben sie gar einen Obstteller. Und hier oben ist der Skywalk. Da gehe ich dann hoch jetzt. Das ist die Minibar. Ich dachte, das ist die Waschmaschine. Waschmaschine. Mal das Badezimmer anschauen. Ja, schön. Regendusche, Haarwaschmittel, alles da. Hier haben sie auch einen kleinen Teller hergestellt mit Süßigkeiten und Erdbeeren. Obst. Come over. Cool. Das ist hoffentlich Sicherheitsglas. Das ist Sicherheitsglas. Hier hast du Swimmingpool oben mit Blick runter auf die Ostsee. Oh, herrlich warm. Mit einer Liege dort drauf. Jetzt zeige ich mal die Sauna. Mal sehen, wie die ist. Oh. Oh nein. Die Sauna. Ah, hier aus der Handtücher. Bademäntel. Und hier mit dem Blick in der Sauna setze ich mich dann rein. Ey, ist ja cool, ne? Da ist ein Skywalk. So, machen wir mal Winterschwimmen hier. Mit diesem wunderschönen Blick. Ist doch geheizt. Ist geheizt, ne? Ist doch schön. Rein, los, zack. Herrlich. Es sprudelt auf dem Dach. Aus dem Jurpool hat man einen wunderbaren Blick zu den drei Kaiserbädern nach Deutschland. Gerade noch in der 14. Etage im Wellnessbereich und schon sind wir wieder unten am Strand und unternehmen unsere erste Strandwanderung in Polen. Ich habe sogar noch Glück. Es kommt noch eine Fähre raus. So, wir fahren jetzt hoch in die 13. Etage, Kaffee trinken.
Also hier brauchen wir immer diese Karte. Zimmerschlüssel. Wir sind jetzt im Horizont Café angekommen und hier diesen schönen Ausblick hast du von hier. Nach einem letzten Glas Aperol verlassen wir das Hotel Radisson in Swinemünde und fahren wieder zurück nach Chemnitz nach Hause.